Hier noch irgendwas Wichtiges? Okay, ich hätte auf jeden Fall erstmal nichts zu liegen. Oh, das Geschütz haben wir noch gar nicht untersucht. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Das wird absolut fantastisch. Okay, die Ladung können wir einfach. Denkst du, dein gutes Auge so beiseite bekommen? Ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Okay, es scheint sie uns auch noch Munition zu geben. Die Strecke ist frei. Sehr gut. Dann reisen wir mal mit den Skyline. Ah, können wir da vorne einen Halt machen und uns da umgucken? Ich glaube nicht. Nee, scheint nicht zu funktionieren. Dann... Nee, dann müssen wir weitermachen. So, jetzt erstmal ordentlich landen. Sehr gut. Ja, neue Waffe, eine Panzerfaust, aber ich glaube, wir kämpfen lieber mit solchen Waffen, die wir jetzt haben, also Karabiner oder mit dem Maschinengewehr. Damit komme ich persönlich etwas besser zurecht. Und auch für Gegner, die relativ nahe stehen, gut, dafür mache ich meistens die Nahkampfangriffe. Oder eben für Gegner, die weiter entfernt sind, da habe ich halt den Karabiner zum Beispiel. Da liegt noch ein Voxophon. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Okay, wir haben den Sniper bekommen. Aber da waren, glaube ich, auch irgendwie Schüsse zu hören. Den Gegner hören wir schon mal. Sollte aufpassen jetzt. Okay, wo stecken die Gegner? Oder der Gegner, wenn es nur einer ist? Hm. Ich sehe keinen. Wow. Der Treffer war mies. Der war richtig mies. Okay, also der Schuss kam irgendwo von da vorne. Gut, Energie ist wieder voll. Aber wo kam der Schuss her? Ah, den Gegner hört man nach wie vor. Also er muss irgendwo stehen. Moment. Ah, das ist er. Alter, schon wieder getroffen. Und auch getroffen. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Okay, also kann man die Gegner erkennen, wenn sie so komisch leuchten, dass sie auf einen zielen. Wenn die auch ein Gewehr haben.
Nein, den will ich jetzt noch treffen. Komm her, komm. Ich hab Munition gefunden. Da. War verfehlt. Jetzt. Ah. Wow. Alter. Ich bin gerade einmal komplett aus dem Map rausgeflogen. Das war mies. Oh, noch 3 Schuss. Ey, bin ich einfach einmal komplett aus der Map rausgeflogen. Genial. Was ein Grafikfehler. Ich danke dir. Gibt's ja gar nicht. So, da hinten sind noch Gegner. Boom. Komm. Yes. Da ist noch einer. Yes, no scope. Wie hier auch steht, Hall of Horse. Also Halle der Huren. Sehr gut gemacht. So, wir müssen ein bisschen mit Munition sparen. Ich glaube, das war's dann wieder von den Gegnern. Hier, für die Kasse. Yes, noch ein bisschen Münzen. Also, ich hab mal gesehen, also so Ego-Shooter liegen mir weniger. Also, so sprich, sowas wie Battlefield oder sonstiges, so da bin ich auch persönlich kein Fan von. Ich meine, die Kampagne geht immer mal wieder. So kann man auf jeden Fall machen. Aber so sonstige Sachen, sowas wie Multiplayer oder so in so Spielen, mag ich überhaupt nicht. Deswegen, Bioshock ist gerade noch so an der Grenze. Aber, nee. Sonst bin ich nicht so interessiert. So, jetzt müssen wir mit Maschinengewehr rumhantieren. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Und was hast du für uns? Ja, ein bisschen Munition. Aber ich glaube, wir sind alles eigentlich voll. Ja, Präzisionswaffe können wir ganz voll machen. Okay, bleibt da anscheinend nur noch der Weg direkt in die Hall of Heroes. Da nochmal kurz reinspähen. Moment, bevor wir da reinlaufen, erstmal da vorne nochmal kurz umsehen. Münzen unter der Matratze Trophäe bekommen. Cool. Ah, den Bereich. Ich glaube, wir können den verlassen, oder? Ich dürfte ja überall gewesen sein gerade. Deswegen würde ich sagen, besuchen wir die Hall of Heroes. Hall of Heroes. Das neue Gebiet, der neue Ort. Und Slate wird ja hier irgendwo sein. Genauso wie das Shock Jockey, nach dem wir suchen. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Lass mal alles einsammeln. Auch hier wieder sau viele Leichen. Oh, hier können wir wieder unsere Salze aufladen. Da vorne geht's weiter. Ein kleiner Verkaufsautomat. Teufelskurshilfe. Nee, werten wir nicht auf. Noch ein Automat. Aber den lassen wir auch erstmal stehen.
Ein Voxophon. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay, wo kamen jetzt die Gegner her? Wir sind da gerade eben lang gelaufen, da war niemand da und jetzt stehen da zwei Wachen. Okay, einfach erstmal die Krähen rufen, dann mit Nahkampfangriffen einfach mal umnocken. Das war's schon. Nur zwei Gegner, ist okay. Ich vermute mal, dass sie da von der Tür rauskamen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal da rein. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. So, wieder mal ein bisschen mit den Krähen fighten. Das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Yes, eine Infusion. Was nehmen wir diesmal? Ich würde sagen, wir... Ich glaube, wir bleiben noch mal bei Gesundheit. Ein Schild haben wir ein bisschen. Salze brauchen wir nicht zwingend, weil so oft benutze ich es nicht und du bekommst immer. Oder ich gehe nochmal auf das Schild. Ja, wir nehmen das Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Lockpick. Da vorne scheint es dann lang zu gehen. Also hat uns gerade zwei Orte genannt. Einmal Wounded Knee. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Und einmal Peking, hat er gesagt. Ah. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Ja, uns wird jetzt erstmal die Wahl gelassen. Beides müssen wir wahrscheinlich machen. Ich glaube, wir fangen bei Wounded Knee an. Oh, und, oh Gott, ja. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Der hatte jetzt gerade keine Chance.
Ein Hut. Verbessert Schub- und Bremskontrolle an Skylines. Aber einen Hut hatten wir schon. Deswegen... Oh, sogar mit der 70%igen Chance. Nee. Das lassen wir drin. Ansonsten erstmal noch die Leiche durchsuchen. Hat nichts dabei. Da vorne nur eine Tür, dann denke ich mal, ist das der definitiv richtige Weg. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsbeil blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Oh, was haben wir denn hier? Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, oh, Gegner, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich Ja, die Raben machen einen sehr, sehr guten Job. Ah, hör auf mich zu schießen. Also einen Schaden gerade bekommen von dem. Irgendwo ist noch einer da hinten dran. Da ist er. Oh, noch mehr. Da eine direkt in die Falle. Da oben ist er. Oh. So, wer ist jetzt ein Krähen-Typ? Oh, direkt vor mir gespawnt. Alter, der Schaden. Alter, der macht so viel von meinem Schild weg. Aber jetzt dürfte er down sein. Nein, noch ein Hit. Ja, jetzt wird er auch treffen. Gibt's ja gar nicht. Jetzt. Jawohl. Sehen Sie mich? Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre? Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Ja, Slade ist verrückt. Auf jeden Fall. So, die Energie, Salz sind wieder voll, Schild sowieso. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um das Chinesengebiet. Oh, Gegner. Wow, zwei Leute, nicht schlecht. Schlecht auf jeden Fall.